Propheros führt die Flotte an und schießt durch das aufgewühlte Wasser wie eine Axt durch eine Rüstung. Beide Götter murmelt Beodon und starrt hoch in Richtung Sturm. Oswald blickt in Richtung des sich verdunkelnden Himmels. Ich kannte meinen alten Seebär, der behauptet hat, der Mörser wäre am Ende der Welt. Ich habe ihn einen Narren genannt, aber jetzt? Der Navigator schüttelt traurig den Kopf. Jetzt bin ich nicht so sicher. Delan lächelt mit leicht geneigtem Kopf. Heute ist genauso gut wie jeder andere Tag, um zu erfahren, was die Götter für uns im Sinn haben. Scheiße, Captain, schreit einer der Matrosen. Feindliche Schiffe Backbord voraus. Beodon schüttelt den Kopf und kichert grimmig. Ich vermute, es ist zu viel verlangt, hier draußen mal seine Ruhe zu haben. Flaggen mit den gekreuzten Kanonen der königlichen Todesgesellschaft flattern und krachen vor den Masten der ankommenden Kriegsschiffe, von denen jedes mit schweren Kanonen beladen ist. Die herannahende Flotte zählt mindestens so viele Schiffe wie deine eigene, vielleicht sogar mehr. Beodon rutscht die Stirn gegen den Wind. Die Flotte wendet, Captain. Richtet ihre Geschützpforten gegen den Feind. Ihr meine, schwenkt den Hut über den Kopf und jubelt mit vollem Hals. Endlich ist hier was los, verdammt. Die Matrosen sehen von ihrem Posten aus zu dir. Beodon hält deinen Blick. Die Mannschaft ist bereit. Wie lautet die Befehle des Kapitäns? Deinen Blick über die Gefährten gleiten lassen. Edir zieht an seiner Pfeife, während er seinen Blick über die feindliche Flotte schweifen lässt. Nachdem er sich einen Überblick über die gegnerischen Schiffe verschafft hat, leert er den Kopf seiner Pfeife aus, packt sie weg und sieht ihn mit einem heiteren Schulterzucken an. Arf blättert durch sein Zauberbuch, sein Gesichtsausdruck ist ruhig und konzentriert. Er begegnet einem Blick und lächelt schwach. Seraphim fährt sie mit den Fingern durch seine wilden blauen Haarsträhnen und steckt so viele wie möglich davon hinter seine büscheligen Ohren. Seine Hände gleiten über seine Waffen und prüfen sie zweimal. Sein Blick jedoch bleibt fest auf die herankommenden Schiffe gerichtet. Xoti hebt ihre Laterne hoch und hält sie wie ein Schild vor sich. Die Laterne leuchtet als eine Art Antwort einmal hell auf und sie nickt ihr zu. Sie ist bereit. Trotz der Tapferkeit, die sie zeigt, bemerkst du, dass ihre Hand leicht zittert. Der Käfig ihrer Laterne klirrt, als Xoti den Beginn des Kampfes erwartet. Die Flotte inspizieren. Die bunt zusammengewürfelten Mannschaften der Prinzipien segeln hinter dir. Ein Flickenteppich verschiedener Kulturen und Schiffe, von denen jedes nicht nur die Farbe der Flotte geflaggt hat, sondern auch eine große Vielzahl persönlicher Triumphe und Wimpel. Die männlichen und weiblichen Piraten des Todesfeuers stehen an der Reling mit Säbeln, Äxten und Schusswaffen bewaffnet. Die dunkle Silhouette von all des Schiff führt die Vorhut an, wird flankiert von den gleichsam schlanken Schiffen ihrer treuesten Kapitäne. Die Feinde studieren. 20 Tschunken der Rautaner fahren in perfekter Formation auf dich zu. Ihre eckigen Segel gebläht. Jedes gepanzerte Schiff ist ein tödliches Kurzwert mit einem Dutzend Bronzekanonen. Soldaten stehen mit geschulterten Gewehren auf den Decks bereit. Alle waren auf Gefechtsverschuldung. Wir schließen uns dem Schlachtgetümmel an. Das Deck vibriert, als Kanonen von Feinden und Verbündeten gleichermaßen abgefeuert werden. Die Luft füllt sich mit heißem, zischendem Metall und dicken grauen Rauchwolken. Beodon greift nach deinem Arm und deutet einen ausgestreckten Finger in Richtung Meer. Sie halten direkt auf uns zu, mit vollen Segeln und dem Wind im Rücken. Ein kleines, schnelles Schiff hat sich aus den Reihen der rautaischen Flotte gelöst und hält direkt auf dich zu. Schwerbewaffnete Armada-Krieger stehen auf dem Deck des Schiffs bereit, ihren Blick auf dein Schiff gerichtet. Bring uns rechtzeitig, alle Mann bereit machen zum Kampf. Oh ja. Iroto, der rothaarige, zeigt auf den Horizont. Kleinen Punkt am fernen Horizont. Captain, ein Schiff nähert sich. Unbekannte Flagge. Okay, er hat 15. 21 Mann Besatzung plus 5. Okay. Ah ja, ist eine Schunke, also das Größte, was es gibt. Das heißt, wir sollten nicht versuchen, offen mit ihm zu kämpfen. Zum Entern vorbereiten? Nein. Andererseits will ich nochmal darüber den Kampf aufnehmen. Okay, sie haben den Vorteil. Voller Kraft voraus, wir müssen näher ran. Weiter volle Kraft voraus.
Ja, die Matrosen bewegen sich, okay. Näher ran. Sie werden bald wahrscheinlich anfangen. Jetzt werden sie wahrscheinlich schießen, oder? Nein, sie bewegen sich noch, okay. Das Schiff kommt zum Stillstand, volle Kraft voraus. Ja, die werden wahrscheinlich immer noch den Vorteil haben, ja. Ja, okay, sie schießen. Das hat ordentliche Treffer an unserem Rumpf hinterlassen. Die werden jetzt aber mit dem Nachladen beschäftigt sein. Oh, wir haben den Vorteil. Das heißt, wir kommen schneller ran. Sie drehen sich nach Backbord, um sich den Windvorteil zu holen. Bereit machen zum Entern. Das heißt, ab auf das gegnerische Schiff und ihren Saures geben. Okay, den Kampf sollten wir ernst nehmen. Okay, wir messen uns ehrlich gesagt ziemlich gut durch die durch. Die sind schon alle tot. Ja, sind sie. Hervorragende Arkebusen, alles Mögliche. Oh, hat da einer eine Wunde erlitten. Das Sound von Kanonen liefert eine beständige, trommelnde Begleitung zu den Chorälen der Todesschreie. Das Deck hebt und senkt sich mit dem Auf und Ab der See und drauf breitet sich allmählich auf den zerklüfteten Wellen aus. Und das Mörser tobt im Osten. Die sich jagenden Wolken und schimmernden Regenwände wirken geradezu hypnotisierend. Wer sieht mich stirnrunzelnd an? Sieht die stirnrunzelnd an, es ist noch nicht vorbei, Captain. Der Mart deutet zum Wasser hin. Zwei kolossale Galionen flankieren die eiserne Hauer. Als die Sonderschiffe sich Eddys Schiff nähern, nehmen sie das kleinere Schiff mit wiederholten Salvenkanonen vor unter Beschuss. Ogre-Korsaren schwingen Keulen auf den Decks der Galionen. Sie können es nicht erwarten, das Piratenschiff zu entern. Okay. Sehr empfehlen sie dich an, die Augen weit aufgerissen und wild. Hoffentlich hast du etwas mehr als halb durchdachtes für diese Ogre geplant, Captain. Bringen wir uns längs, sei es, dass die Kanonen bereit machen. Wir nehmen uns diese Galionen vor. Mit deinem Kriegen gehen deine Seeleute an ihre Aufgaben, denen das Rad während den Kanonieren etwas zurufst, okay? Orpheus dreht sich und schießt
auf die mit Ogern bemannten Galeonen zu, schießt, in der Hoffnung, deinen Verbündeten eine Verschnaufspause zu beschaffen. Ist das der nächste Kampf? Ja. Entern. Ich gehe jetzt mal das Risiko ein, weiter vordringen. Ja, okay. Ergebnisse. Beschädigter Rumpf haben wir. Ah. Ich hoffe, das ist der letzte Kampf. So, das war's mit denen. Eine Stufe erhalten. Alles nehmen und fortfahren. Okay, noch einen Kampf werden wir nicht hinkriegen mit unserem beschädigten Schiff. Der stärker wehende Wind tut nichts, um den eisverdunkelnden, erstickenden Rauch zu vertreiben. Gewehrschüsse unterbrechen ab und an die rollenden Salven der Kanonen und die Rufe verzweifelter Seeleute mischen sich mit dem Schreiben der Schreien der Sterblichen. Feinde und Verbündete gleichermaßen verschwinden in dem Sumpf, der von innen heraus erstrahlt, erhellt von brennenden Wracks. Ein Schiff löst sich aus der Dunkelheit am Backbord. Seine schreit Warnungen im verzweifelten Bemühen, einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er lässt sich jedoch nicht vermeiden und die vom Pharos wird hochgehoben, als das feindliche Schiff in die Breitseite kracht. Ein weiteres Schiff taucht direkt vor euch auf. Da kein Platz für Manöver vorhanden ist, kracht die vom Pharos dagegen und ist zwischen den beiden feindlichen Schiffen eingekeilt. Ihr seid gefangen. Hagrim, wir werden geentert, ruft Alof. Die aus dem Nebel auftauchende Truppe Rautayana überquert die Decks, ihre Schiffswaffen im Anschlag. Werden wir jetzt von zwei Seiten geentert oder ist es nur ein Schiff? Das wäre jetzt nämlich mal cool. Zwei Schiffe gleichzeitig? Oh, das könnte auch ein bisschen böse werden. Aber ja, ganz ehrlich, wir haben jetzt die letzten beiden Enter-Manöver ziemlich gut hingekriegt. Also ja, da sind wir. Was soll das denn sein? Das sind die beiden gegnerischen. Oh, Prinzipi-Seemänner. Achso, wir haben gerade Pause. Sorry, friend. You can't. They'll fall by my hand. Oh.
about to mix. Okay, hallo, spiel mal hier ein bisschen.